Jonglieren ist nicht so einfach. Es braucht Überblick und Koordination. Doch jeder kann es lernen und im Gegensatz zum Klavierspielen braucht man kein schweres Gerät. Beide, Klavierspielen und Jonglieren, zeigen deutlich die Plastizität des Gehirns, also seine Fähigkeit, sich neuen Anforderungen anzupassen. Wenn Sie möchten, bringen wir Ihnen hier bei, wie Sie Ihr Gehirn verändern. Hallo, wenn Sie Jonglieren lernen wollen, dann fangen Sie am besten an wie folgt. Schulterbreiter Stand, Arme parallel zum Boden und dann fangen Sie am besten mal mit einem Jonglierball an und werfen diesen Ball in Form einer liegenden 8 von links nach rechts. Ich zeige das mal gerade. Das sieht dann ungefähr so aus. Wichtig ist dabei, dass Sie immer diese liegende 8 im Auge behalten und den Ball nicht so werfen, ne? Dass also quasi die Hand immer die Bewegung des ankommenden Balles aufnimmt. Und wenn Sie das eine Weile gemacht haben, dann sehen Sie sicherlich, dass es hier noch überall viele Lücken gibt. Ich zeige die mal gerade. Hier. Ne? Und in diese Lücken können jetzt also noch weitere Bälle eingesetzt werden. Und das probieren wir jetzt auch mal gleich aus. Zwei Aspekte sind beim Jonglieren wichtig. Präzise Armbewegungen und die genaue Beobachtung der Flugbahn der Bälle, auch am Rande des Sichtfelds. Hier sehen wir eine Region der Großhirnrinde, die vor allem durch die Ballbewegung aktiviert wird. Ja, ich zeige das gerade nochmal. Das hier ist also das Jongliermuster mit einem Ball. Hier sind die Lücken. Und da setzen wir jetzt also einfach den nächsten Ball ein. Dankeschön. Und dann sieht das mit zwei Bällen so aus. Das sind also jetzt auf einmal zwei liegende Achten. Nicht mehr eine, sondern zwei. In dem Muster ändert sich wirklich überhaupt nichts. Und was das Schöne ist, es ist immer noch eine Lücke übrig. Nämlich hier und hier und hier. Und das ist, wie Sie sich denken können, die Lücke für den dritten Ball. Nach 3 Monaten Training zeigen sich im Scanner deutliche Veränderungen. Die graue Substanz, in der die Nervenzellen und ihre Verschaltungen sitzen, hat sich verdichtet. Auch in der weißen Substanz, in der vor allem Nervenbahnen verlaufen, finden die Forscher Veränderungen. Eine Nachfolgestudie findet erste Anzeichen übrigens bereits nach 7 Tagen. So, ich zeige das gerade nochmal mit 2 Bällen. Das ist das Muster mit 2 Bällen. Das hier ist die Lücke. Und da setzen wir jetzt sofort den dritten Ball ein. Danke sehr. Und dann sieht das Ganze so aus. Also an dem Muster hat sich wirklich überhaupt nichts geändert. Das sind jetzt 3 liegende 8. Und das Ganze kann man jetzt ein bisschen variieren. Warum nicht auch mal so ein bisschen hier oben zum Beispiel. Oder hier auf der Seite. Da gibt es also ganz viele Möglichkeiten, da kann man sich jetzt einfach gemütlich machen und ja, einfach so ein bisschen jonglieren. Selbst 3 Monate nach Ende des Trainings sind die Veränderungen noch sichtbar, wenn auch schwächer als zuvor. Das Gehirn profitiert also deutlich über die Trainingsphase hinaus, wenn auch noch nicht geklärt ist, ob die positiven Effekte sich auch auf andere Tätigkeiten auswirken.